Lutz Hecker von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich habe so viel beim Eugen Roth jetzt zugehört und habe, glaube ich, meine Rede komplett über den Haufen geschmissen. Nichtsdestotrotz müssen wir nochmal auf den 17. Januar zurückkommen. Da hatten wir einen Antrag gestellt, der im Prinzip eine politische Willensbekundung des Landtages zum Ziel hatte. Und nicht anders verstehe ich auch den ersten Teil des Antrages der Linken. Und das ist meiner Ansicht nach durchaus zulässig. Ja. Also am 17. Januar dieses Jahres enthielt sich die Linksfraktion hier an dieser Stelle, als es genau darum ging, unserem Antrag zuzustimmen, in dem wir ein dauerhaftes Abpumpen des Grubenwassers forderten und somit eine klare Positionierung des Landtages gegen eine Grubenflutung erreichen wollten. Dass die Linke heute nun einen Antrag eingebracht hat, der in dem ersten Teil ziemlich exakt dasselbe will wie unser Antrag aus dem Januar, ist erfreulich und bestätigt uns in unserer Auffassung. Wieder einmal geht es um Grubenwasser und Grubenflutung. Unsere Position ist klar und eindeutig. Diese haben wir im Januar in unserem Antrag formuliert. Im vorliegenden Antrag heißt es nun, ich zitiere, bloße Renditegründe und Kostensenkungspolitik der RAG dürfen keine Rolle spielen. Dass ihre Verpflichtung zu Pumpen aufgehoben wird und dadurch Risiken für Mensch und Natur entstehen. Daher lehnt der Landtag des Saarlandes Grubenflutungen ab. Ja, wir hatten damals gesagt, wir hätten gern eine politische Willensbekundung der Abgeordneten, aber im Grunde dasselbe. Ja. Also sehr richtig, da fragen wir uns aber dennoch, warum Sie unserem Antrag im Januar nicht zugestimmt haben, indem wir dasselbe gefordert hatten, nämlich keine Grubenflutung im Saarland. So, die ganzen Beispiele, was jetzt in den Anhörungen passiert ist, das ist im Grunde alles gesagt worden. Eugen Roth hatte was gesagt, die Kollegin Ensch-Engel hatte was gesagt. Das erspare ich mir alles, da ich auch zu dem Antrag der Koalitionsfraktionen noch Stellung nehmen möchte und nur 8 Minuten habe. Vielleicht nur noch kurz, der Landesverband der Bergbaubetroffenen war danach im Ausschuss, glaube ich, ne, nach dem 17. Januar. Und der hält eine Grubenflutung gar für unverantwortlich und verweist ebenfalls auf die enormen, unkalkulierbaren Risiken, die eine Flutung für das Saarland mit sich bringen würde. Nein, meine Damen und Herren, die RAG soll ihrer Verpflichtung, die sie letzten Endes auch der saarländischen Bevölkerung gegenüber eingegangen ist, nachkommen. Geld ist offenbar genügend da. Und ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, noch einmal, wie schon im Januar, den RAG-Stiftungsvorstand Werner Müller aus dem Mai 2016. Viel wichtiger ist für uns, dass wir vorausschauend doppelt so viele Einnahmen haben wie Ausgaben. Gesetzt den theoretischen Fall, wir hätten längere Zeit gar keine Einnahmen, könnten wir unseren Verpflichtungen über gut 6 Jahrzehnte weiterhin problemlos nachkommen. Und um diesen Themenkomplex abzuschließen, auch nochmal das Fazit aus meiner Rede im Januar. Solange nicht nachvollziehbar belegt werden kann, dass die Flutung der Gruben, wenn auch nur in einem ersten Schritt, mehr Vorteile für die Saarländer als Nachteile und Risiken für ihr Hab und Gut und ihre Umwelt bringt, solange ist eine Entlassung der RAG-Stiftung aus der Verpflichtung des ewigen Pumpens unmöglich zuzustimmen. So, damit möchte ich eigentlich das Thema Grubenflutung für den Moment verlassen und komme zum Thema PCB. Dazu Folgendes. Es ist richtig, die RAG aufzufordern, ein Konzept zur Verringerung der Gewässerbelastung kurzfristig vorzulegen und bis Jahresende umzusetzen. An einer Umsetzung im fraglichen Zeitraum haben wir jedoch Zweifel. Insofern können wir mit einer Positionierung des Landtages durchaus auch den Druck vielleicht ein wenig erhöhen. Aber mir stellt sich hier die Frage auch, Herr Minister, was passiert denn eigentlich, wenn die Wasserbescheide für die Einleitung des Grubenwassers in Fließgewässer, die ja jetzt auslaufen Mitte des Jahres, beziehungsweise Ende des Jahres, entschuldigen, was passiert denn,
wenn die nicht verlängert werden. Ja, ich sage mal, an dem Status quo kann sich ja eigentlich nichts ändern. Es wird weiter gepumpt werden oder werden die Pumpen abgestellt und wir haben dann zwangsweise eine, also ist jetzt Polemik, ist klar, aber vielleicht können Sie eventuell darauf eingehen. Also was passiert, wenn diese nicht verlängert werden können, weil zum Beispiel kein Konzept vorliegt rechtzeitig oder die Umsetzung dieses Konzeptes auf sich warten lässt? Ja. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang aber auch an die Landesregierung die Frage zu richten, die wohl im Antrag schon zumindest in Teilen ansatzweise beantwortet wird, welche Maßnahmen sie als notwendig erachtet, um die PCB-Belastung aus anderen Quellen dauerhaft zu reduzieren. Inwieweit die Pilotanlagen in NRW soweit technisch ausgereift sind, dass sie in großtechnischem Maßstab die PCB-Belastung tatsächlich, ich habe es registriert, tatsächlich messbar reduzieren können, vermag ich nach heutigem Stand nicht zu beurteilen. Eine Beschäftigung im Ausschuss GSN und Umweltausschuss, respektive gemeinsam mal zur Thematik, wie weit die Anlagen in Betrieb, Eugen Roth hat die Frage beantwortet, und wie weit ausgereift sie sind, hielte ich für sinnvoll. Dennoch muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass die PCB-Belastung in der Gesamtbetrachtung, die durch das abgepumpte Grubenwasser verursacht wird, marginal ist. Hat der Kollege Roth ebenfalls schon erwähnt. Ja. So. Wir sind aber grundsätzlich, was die Aufforderung an die RAG betrifft, hier tätig zu werden, grundsätzlich mit Ihrem Antrag einig und werden dem auch zustimmen. Ja. Dann möchte ich noch einige Worte zum Antrag der CDU und SPD-Fraktion feststellen. Also im Grunde ist das für mich eigentlich eine Sachstandsbeschreibung, die hier beantragt wird. Der Landtag stellt fest, dass die Genehmigungen rechtlich wirksam sind. Ja, ob man das feststellen oder nicht, ändert an dem Zustand, an dem Status quo nichts. Meine Zeit läuft ab. So, dass natürlich mit der Grubenwasserhaltung besondere Herausforderungen verbunden sind, ja mein Gott, das ist so tatsächlich, ja, die einer fundierten fachlichen Bearbeitung und einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz bedürfen. Ist eine Sachstandsbeschreibung, ja. Belastungen der Gewässer aus der bergbaulichen Nutzung müssen reduziert werden. Wissen wir alle, der Landtag stellt fest, dass die Verursacher verpflichtet sind, Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen zu ergreifen. Ja, das Ministerium fordert sie ja auf. Also es ist selbstverständlich. Und dass der beantragte Wiederanstieg des Grubenwassers verfahrensfehlerfrei und ohne sachfremde Beeinflussung verbeschieden werden soll. Mein Gott, erwidern sonst. Also tut mir leid, ich bin fertig. Tut mir leid, die Redezeit das ist eine Sachstandsbeschreibung. Wir sehen hier keinen Mehrwert in diesem Antrag. Insofern werden wir uns hier enthalten. Den Antrag der Linken werden wir zustimmen. Vielen Dank.